Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hausflipper, dem Heimwerker-Simulator. Ich habe mal am Badezimmer ein bisschen weitergebaut. Also ich habe die Wanne eingebaut und Teppiche und so, ne? So, dass unser älteres Ehepaar an zweiter Stelle ist. Und Licht, aber klar. Ich habe diesen Raum hier hinten. Ich habe ihn fertig gefliest. Ich habe ein Klo reingesetzt. Ihr seht das jetzt? Er zählt als Waschzimmer. Wenn ihr jetzt aber beigehen würdet, würdet hier eine Dusche einbauen, wäre es ein Badezimmer. Hängt ihr eine Klopapierrollenhalterung auf, ist es ein Badezimmer. Fragt mich nicht, warum eine Klohalterrolle Badezimmer tituliert, aber es ist so. Von daher lassen wir das Ganze als Waschzimmer. Waschbecken, Waschmaschine, Klo für den Notfall, ne? Und halt ein bisschen Licht, einen großen Halogenstrahler. Und das Badezimmer lassen wir dann halt, oder das Badezimmer lassen wir halt nicht, sondern das Badezimmer ist dieser Raum. Hier werde ich vielleicht noch ein bisschen mit Deko arbeiten, wenn ich muss. Ne, weil normalerweise so Teppichen und so, das reicht eigentlich, und Blümchen. So, jetzt ist die Frage. Dieser Raum bereitet mir am meisten Kopfschmerzen. Weil wenn ich da jetzt ein Gästezimmer draus mache, dann heißt es wieder, zwei Schlafzimmer brauchen wir nicht. Ich muss gucken, ob man über Zimmer irgendwie das Ganze anders titulieren kann. Sodass wirklich das hier als Wohnzimmer gewertet wird. Wobei das geringste Problem ist, glaube ich, das als Wohnzimmer hinzukriegen. Das hier als Schlafzimmer ist auch nicht so das Problem. Flur sowieso. Hier kommen Teppiche rein, hier kommen Bilder hin. Vielleicht noch irgendwie, ja, eine Kommode oder so. Mal gucken. Nur der Raum, der bereitet mir dann echt Sorgen. Wobei wir hier erstmal die Wände vergipsen könnten. Das wäre vielleicht mal so eine feine Sache. Zack. E zum Spachtel. So. Zack. Und zack. So. Ja, komm, das finden die älteren Herrschaften auch gut. Hör jetzt. Ja, gut. Okay, danke. So, da kommt dann noch eine Klima. Das ist natürlich ganz gut als Gästezimmer, so mit Klimaanlage. Klimaanlage im Wohnzimmer. Mal hätte man eigentlich umbauen müssen, ne? Hätten wir eigentlich diese Wand abreißen? Nee, geht nicht, da ist die Klimaanlage dran. Schade. Wobei, Klimaanlage und Schlafzimmer soll auch nicht ganz so gut sein, ne? So, überall sonst ist aber alles verspachtelt. Okay, das habe ich jetzt gerade geguckt, dann kann ich nämlich die Spachtelmasse verkaufen. Also wie gesagt, der Raum hier bereitet mir immer noch so ein bisschen Sorgen. Ich denke aber mal, das wird sich geben. Ich würde jetzt sagen, wir machen erstmal Fußbodendefinition im Schlafzimmer. Das ist eine gute Idee. Den würde ich gerne mit einem Teppich. Und zwar würde ich, ich glaube, ich nehme diesen einfachen, schlichten, beigen Teppich. So. Das Wohnzimmer mache ich mit nur ein Lichtschalter auf dem Boden. Moment. Das Wohnzimmer würde ich tatsächlich hier mit Palisander machen. Ja, doch, das hat was. Und den Flur würde ich, dadurch, dass das ja ein bisschen dunkler ist, da sieht man ja hier schon den Unterschied, ne? Würde ich gerne mit was Hellem machen. Helles Holz, das haben wir hier schon in der Küche, das würde ich jetzt nicht unbedingt wollen. Die Alternative wäre Fliesen oder Teppich. Ich glaube, wir legen hier den rein. Ich glaube, wir machen hier einfach mal einen grünen Teppich rein. Ja. Und dann legen wir auf den Teppich nur einen Teppich. Das ist ganz schlau. Das machen wir aber so. Ja, das werden wir so machen. Und den werden wir auch... Ich möchte ihn eigentlich ungern... Wir könnten den Flur... Limone? Nee. Wir nehmen hier dieses Frühlingsgras.
Jetzt machen wir schon den Flur als erstes, ne? Das ist eigentlich auch... Ich meine, wir sind nicht mehr weit davon entfernt. Ich kann euch jetzt schon mal... ja, versprechen nicht, aber das nächste Haus wird tatsächlich das Haus sein, das ich mit meinem eigenen Büro umziehen werde. Naja, der gesagt gehabt, dass wir das eine, oder dass ich das eine Haus da kaufen will, das große. Und dann, das wird auch passieren. Ich meine, das hier wird ja jetzt noch ein paar Folgen dauern, bis das hier fertig ist. Das ist ja nicht innerhalb von 2 Folgen erledigt. Also möchte ich auch nicht, dass das so schnell immer erledigt wird. Ich möchte schon, dass ihr dabei seid, dass ihr auch meine Gedankengänge, was das angeht, mitkriegt. Und es nicht einfach nur heißt, so von wegen so, ja, und hier, zack, habe ich mal eben gemacht, ne? So. Das hat was. Doch, eindeutig. Der Flur wirkt hell genug. Na, jetzt noch ein paar Bilder rein, ein paar Teppiche rein. Ich lasse den Farbpot da aber nochmal stehen. Ich mache den... Das war jetzt... Obwohl... Ach, komm her. Das brauchen wir nicht mehr für die Türen. Dann mal kurz gucken. Teppich. Nee, das macht eigentlich keinen Sinn. Wir müssen erstmal nach Schränken gucken. Ich tendiere hier tatsächlich vielleicht... nee, das ist... Also ein Sekret. Der würde hier gut passen. Ja, hier so eine klassische Kommode. Klassische Kommode in Braun. Ja, die würde passen. Machen wir da eine von hin. Dann nehmen wir noch hier den klassischen Sekretär. Können wir den auch in Braun? Perfekt. So, den setzen wir. So. Dann könnten wir eigentlich... Man soll ja auch noch durchkommen, aber ich denke mal, so ein Schuhregal kann hier durchaus noch mit hin. Das ist ein offenes, ne? Ne, ein offenes ist doof. Stoffschrank, nee, das, nee. Nee, so eine Garderobe, nee. Da haben wir die Kleiderhaken ja in der Küche. Gibt es nicht so einen Kippschrank? Ach, guck mal, hier ist die Kommode fürs Esszimmer. Die hätten wir drüben hinstellen können. Hier, den. Ist das was Dunkles? Ja, Mahagoni, das passt aber nicht zu, oder? Ja, das passt farblich nicht ganz so dazu. Ah, das geht schon. So. Teppich. Langer Teppich. Gibt es da noch so einen anderen langen? Langer Teppich, dunkelblau. Langer. Kann man den definieren? Bunt. Rot. Grün. Lila. Rot. Na und? Finden die das? Machen wir 2. Wir könnten da sogar 3 machen, oder? Wenn wir das hier so ein bisschen... Ja, man kann sie nicht ganz eng aneinander liegen, aber ich tue jetzt einfach mal so. Ja, guck mal. Das ist doch... Oh, das ältere Ehepaar schon an erster Stelle. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Es wird, wir kriegen es hin. Wir kriegen sie hoch. Jetzt werden wir hier noch... Hier machen wir so ein bisschen... Ah, nee, der hat keinen weißen Rahmen. Obwohl, doch, das geht eigentlich. So, ich würde hier gerne so ein bisschen... Oh. Doch, das geht. Bisschen mit Bildern arbeiten. Hier natürlich auch wieder unsere klassischen
klassische Wegbeleuchtung. Na, vier reichen. Und wie viel ja, wir können hier, da. Nee, da können sie darüber fassen. So, da noch nicht. Bei die Tür geht nach innen, also können wir da einen Lichtschalter setzen. Ja, machen wir jetzt hier eine Schiebetür rein oder machen wir keine Schiebetür rein? Das ist die Frage. Zum Wohnzimmer. Ich glaube, wir machen eine Schiebetür zum Wohnzimmer. Kommt da auf jeden Fall ein Lichtschalter hin. Die Tür geht nach da auf, also da ein Lichtschalter. Oh, das geht. Jetzt können wir hier noch ein bisschen mit Pflanzen arbeiten. Pflanzen, wo sind da? Mit der hier im grünen Topf mit einer roten Pflanze. Es dürfte nämlich immer dem Ehepaar zugutekommen. Die stehen auf Pflanzen. Da können wir nämlich hier auch noch sowas nehmen. Und können das quasi... Nee, da nicht. Doch. Hier. Können wir davon einfach noch ein paar mehr. So. Ja, das geht. Doch, das kann man machen. Vielleicht hier noch so eine kleine... Und hier vielleicht auch noch davon eine. Und dann hier vielleicht noch... wo ist es denn? So, und vielleicht das Ganze noch so. Kann man nämlich sagen, hier, das passt, Urlaub und sowas. Ja, doch. Doch, das ist nicht schlecht. Veronika ist natürlich jetzt die geh weg. Ich mag die Frau gerade nicht. Aber das kriegen wir noch hin. Da wollten wir ja noch eine Definition finden, um die loszuwerden, quasi in Anführungszeichen. Oh, muss ich die Tür jetzt tatsächlich so rumsetzen? Die anderen Türen gehen alle... Ja gut, okay, das geht aber nicht anders, weil da die Wand ist, ja. So. Die Tür machen wir natürlich so rum, ist logisch. Und eine... Schiebetür. Yep. Verkaufen wir die hier auch. Ersetzen die auch durch eine weiße. Andersrum, so rum. Auf jeden Fall ein annehmbarer Flur, finde ich. Na, hier fehlt noch was. Hier fehlt noch was. Da kann noch so ein... So einer kommt da noch hin. Genau. Und dann vielleicht noch ein bisschen Blumenbild drüber. Da kriege ich noch so hin. Liebe Lüt, das soll es aber für heute gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, das Video hat ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut und sag, bis zum nächsten Mal.